Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge unserer F1-Manager-Karriere mit Williams. Das fünfte Saisonrennen steht an. Die letzten drei Rennen konnte Yuki Tsunoda allesamt gewinnen. Er führt die Fahrer-WM an. Wir als Team führen inzwischen auch die Konstrukteurs-WM an. Natürlich aufgrund der Leistungen von Tsunoda. Oscar leider noch nicht richtig angekommen in der Saison. Hat immer wieder richtig gute... zeigt immer wieder sein Potenzial, aber kann das einfach nicht konstant bringen. Das muss er jetzt noch verbessern, dass er wirklich diese Leistungen konstant bringt. Und dann kann auch er ein Fahrer werden, der viele Rennen dieser Saison gewinnt. Gerade im Qualifying war er bisher meistens sehr, sehr stark. Im Rennen hapert es dann halt meistens noch bei ihm. Die Pace sieht gut aus. Wir sind jetzt erstmal ganz vorne, aber Leclerc schlägt uns jetzt gerade und ist auch fast 14 vorne. Das ist eine gute Runde von ihm. Aber bisher war es ja eh immer so, ne, oder meistens zumindest, dass Red Bull immer und Ferrari jetzt auch teilweise schon schneller waren als wir im Qualifying. In Q1 waren wir schneller als Ferrari, hier sind sie jetzt wieder vorne und einer, der aber richtig Probleme hat, ist Verstappen. Ne? Leclerc dominiert komplett, hatte jetzt, wie man hier sieht, zweimal einen riesigen Vorsprung. Aber bei Max, hat noch Probleme, er kommt noch überhaupt nicht in Fahrt hier. Der ist ja bisher der große WM-Gegner, der große WM-Rivale von Tsunoda. War ja die letzten drei Rennen wirklich, wo Tsunoda gewonnen hat, immer eigentlich bis zur letzten Runde Spannung pur. Und meistens dann erst in der letzten Runde hat sich entschieden, wer wirklich gewinnt. Und wenn Verstappen hier jetzt wirklich so langsam ist, das wäre natürlich für Yuki richtig geil. Aber jetzt, bisher eigentlich alles egal, ne? Jetzt zählt es in Q3, jetzt ist es wichtig. Yuki mit einer sehr guten Zeit und Oscar noch ein bisschen weg. Leclerc, wie immer bisher, ganz vorne und Verstappen mit einer schwachen Runde, aber das war... Ja, auf jeden Fall wegen Verkehr diesmal. Also so langsam ist er dann auch nicht. So, rein geht's hier. Die letzten Nuancen, die entscheidenden Runden in Q3. Was für ein erster Sektor bei Oscar. Der verbessert sich schon mal gut. Bei Yuki leider keine Verbesserung in diesem ersten Sektor. Aber Oscar ist schnell. Der ist auf einer guten Verbesserung unterwegs. Und Leclerc, der kriegt jetzt sogar noch Windschatten. Also den wird hier niemand schlagen können. Was geht jetzt für Oscar Piastri? Erst einmal der Sprung vor auf 3. Was machen die Ferraris? Was macht ein Max Verstappen hier? Mal schauen, der erste Sektor von Verstappen ist gut, aber etwas langsamer als der von Oscar. Tsunoda konnte sich übrigens gar nicht verbessern. Die Ferrari sind beide durch, es kommen nur noch hinten Ocon und Max. Und Max ist dann doch stark, auch im zweiten Sektor. Der ist hier auf Kurs, zumindest mal Oscar zu schlagen. Kann er auch Yuki schlagen? Das wäre natürlich wichtig, wenn wir ein Auto hier in der ersten Reihe hätten. Jetzt kommt er über die Linie. Und es ist nur Platz 6 für Max Verstappen. Nur Platz 6 für ihn. Nur die dritte Startreihe. Schwächste Leistung bisher in dieser gesamten Saison von ihm. Leclerc holt sich komplett dominant die Pole. Dann ist es Yuki. Dann Oscar schon auf 3. Sehr, sehr starkes Qualifying-Ergebnis hier als Team. Wir haben beide Autos vorne. Die Pace sieht gut aus. Und vor allem können wir anscheinend die Pace wirklich auch konstant so gehen. Also das ist wirklich stark. Oh, jetzt, ich sehe es gerade. Hier bei den Strategien. Es soll früh anfangen mit Regnen. Bedeutet, wir gehen auf die Softs und wir pushen komplett am Anfang. Vielleicht können wir irgendwie die Führung übernehmen und dann hier als Erster und Dritter sozusagen in diese Regenphase reinzukommen. Jetzt starten wir schon rein hier. Der große Preis von Miami. Sehr, sehr spannendes Rennen wird. 57 Runden voller Spannung stehen hier bevor. Verstappen nur auf 6. Tsunoda, der WM-Führende auf Rang 2. Und Leclerc möchte diese Saison endlich besser machen für sich. Das Qualifying von ihm war ja wirklich überragend und auch der Start, also bisher muss man eigentlich sagen, perfektes Wochenende hier von Charles Leclerc. Mal schauen, wie seine Rennpace ist. Die war ja bisher nicht immer so gut in dieser Saison. Er hat auch ein paar Fehler schon gemacht, während Oscar sich Platz 3 erstmal sichern kann, sich da gegen Perez durchsetzt. Und jetzt mal schauen, vielleicht kommt Yuki ja irgendwie jetzt gleich mit Windschatten auf dieser langen Gerade vorbei hier. Schau, wie nah dran ist. 3,5 Zehntel. Ja, das wird schwer. So, Leclerc wirklich, der ist schon stark. Aber Yuki kommt näher. Er kommt näher. Er will außen da vorbeigehen. Ist er nah genug dran? Nee, ich glaube nicht, oder? Geht er innen rein? Nee, er... Ah, doch, innen? Nee, traut sich nicht. Aber ist auch in Ordnung. Erstmal hier reinfinden, das Rennen. Und dann müssen wir gucken, dass wir auch im Regen schnell sind. Es hat gerade angefangen mit Regnen. Jetzt ist das DRS aber aktiviert und das nutzt Yuki aus und übernimmt direkt mal die Führung. Mit der ersten Chance eigentlich, die er hatte, geht er hier in Führung, aber Leclerc kann direkt kontern oder in die letzte Kurve hinein. Nee, schafft er nicht. Verstappen holt sich jetzt erstmal Perez und ist schon Fünfter, also auch der scheint hier eine gute Rennpace zu haben. Auf jeden Fall besser als seine Qualifying-Pace, da bin ich mir sicher.
Der wird also auch ein harter Gegner hier im Kampf um den Sieg. Ich denke eh, dass es relativ eng wird, denn auch die Ferraris scheinen eine akzeptable Rennpace zu haben. Ne? Russell kann auch gut mithalten mit Oscar, der selber auch vorne gut mithalten kann. Also da ist er eigentlich fast gar nicht langsamer. Und Yuki behauptet jetzt mal so ein bisschen seine Führung. Ja, nee. Verstappen ist auch im Rennen nicht besonders schnell. Der ist fast 5 Sekunden jetzt schon hinter Russell. Also da geht nicht besonders viel im Moment. Vielleicht passt er einfach ein bisschen auf seine Reifen auf im Moment. Das ist gut möglich. Und das glaube ich auch irgendwie. Aber trotzdem, ja, ist schon echt nicht gut. Ne? Ist schon ein bisschen schwach auch von ihm, muss man ganz ehrlich sein. Wir müssen auch ein bisschen aufpassen, weil ansonsten müssen wir gleich nochmal für Softs reinkommen. Denn der Regen ist noch nicht ganz so stark. Es ist noch nicht ganz so viel Wasser auf der Strecke, dass man jetzt schon auf Inters gehen könnte. Aber das ist gleich der Fall. Von daher ist es nicht schlimm. Vielleicht ist es jetzt schon Zeit reinzukommen. Wir haben jetzt gleich 0,8 mm. Tsunoda verliert gerade die Führung und ich muss gucken, wo wir rauskommen würden. Ja, wahrscheinlich mitten in dieser Gruppe, ne? Ich weiß nicht ganz, wie viel Zeit man hier verliert bei einem Boxenstopp. Wenn wir Glück haben, sind wir vor dieser Riesengruppe mit Yuki. Ich weiß nicht. Ich weiß halt auch nicht, was die anderen jetzt machen, ne? Wir können... Ah, das ist ganz schwierig, wenn man ganz vorne ist, die Strategie dann zu nehmen. Wir könnten vielleicht mit Oscar hier was riskieren, oder? Obwohl, nee, mit dem haben wir beim letzten Mal was riskiert. Ich möchte ihm nicht schon wieder das Rennen kaputt machen. Und vorne kommt auch niemand anderes rein, okay. Dann haben wir, denke ich, das Richtige gemacht. Hinten ein paar vereinzelte. Und im hinteren Feld dann doch ein paar, aber auch nicht alle. Also, gut, dann reicht es, wenn wir diese Runde reinkommen. Intermediates. Die Frage ist nur, holen wir dann beide rein? Oder wie machen wir das da? Müssen wir eigentlich. Oder auch, wenn man da ein bisschen Zeit verliert, das müssen wir, denke ich, in Kauf nehmen. Dass Oscar dann diesen dritten Platz erstmal verliert. Und jetzt? Oh, wird das hier Doppelüberholmanöver? Nein! Oh, Oscar zieht vorbei an Yuki. Okay. Dann holen wir beide rein und der vorne ist, hat Glück. Der nicht vorne ist, der hat halt dann Pech und verliert auf jeden Fall mal das Podium vorübergehend. Und es scheint tatsächlich Oscar jetzt vorne zu sein, oder? Kann sich Yuki da mit dem Windschatten von Leclerc nochmal davor halten? Ja, vielleicht doch, okay. Vielleicht doch. Nee, Oscar ist vorne. Oscar ist vorne und das ist jetzt schon richtig langsam hier. Jetzt ist es auf jeden Fall Zeit. Alle kommen rein vorne. Und wahrscheinlich auch die Teamkollegen jeweils, ne? Jawohl, Verstappen, Perez auch jeweils drin. Okay. Das ist jetzt sehr interessant. Oh, was für Stops. Bitte nicht so schlecht. Nee. Nicht so schlecht, dass Tsunoda noch vor Verstappen ist. Let's go. Das ist sehr wichtig. Und jetzt bin ich gespannt, wie die Pace ist. Ob wir uns hier mit den Inters auch da vorne dran halten können. Ich habe zwar irgendwie das Gefühl, dass Yuki hier der Schnellere war im ersten Stint. Aber jetzt erstmal Verstappen auch vorbei an ihm. Also, vielleicht ist er doch nicht so schnell. Oder wir sind einfach generell langsam, weil auch vorne verliert Oscar richtig viel. Der Red Bull geht richtig gut anscheinend im Regen. Nee, wir haben nicht ganz die Pace einfach hier im Regen. Das ist nicht ganz genug. Wir können uns mal die Rundenzeiten jeweils angucken und da sehen wir... Naja, jetzt. Oh, Tsunoda war sehr schnell in der letzten Runde, okay. Aber es hat sich jetzt eh stabilisiert. Also mittlerweile können wir schon die Pace da gehen. Aber... Die Pace aus dem ersten sind, glaube ich, im Vergleich zu denen haben wir trotzdem nicht. Naja, also Leclerc ist einfach zu schnell. Wir schauen uns mal den Abstand an, inzwischen über 4 Sekunden. Wir verlieren wirklich Runde für Runde was auf ihn. Oscar ist da nicht ganz schnell genug und jetzt ist sogar Russell vorbei an Oscar. Ah, nicht optimal. Ich glaube, da war einfach der falsche Fahrer vorne bei den Stops. Ne? Oscar ist halt leider einfach ein Ticken langsamer als Yuki. Der sich übrigens in der Zwischenzeit mal wieder an Verstappen vorbeigeschoben hat. Und jetzt mal schauen. Ja, die beiden vorne fahren jetzt 36er. Wir sind halt noch in den 37ern. Das ist nicht optimal. Und jetzt haben wir eine rote Flagge. Nein, Oscar. Oh mein Gott. Okay, also das ist... Ja, ich hab's in... Oh, wo war's? In Australien gesagt. Mit solchen Leistungen ist er zur Saison mit raus. Dann war's in Baku echt in Ordnung. Da hab ich verkackt von der Strategie her. Und jetzt das hier. Er ist raus aus dem Rennen. Naja... Ja, das ist halt einfach schlecht. Also, sorry, aber das muss ich so sagen. Das darf dir nicht passieren in so einer Situation. Das hätte ein Podium für ihn werden können. Und jetzt wird's halt gar nichts. Wieder 0 Punkte. Red Bull wird uns ordentlich schlagen, punktetechnisch. Und auch Ferrari wahrscheinlich. Also, da muss man einfach sagen, das ist nicht gut genug, um in der Formel 1 bestehen zu können nach diesen ersten 5 Rennen jetzt als Zwischenfazit. Ja, der Restart war relativ unspektakulär. Wir haben keine Plätze gewonnen, keine Position auch verloren oder so. Alles noch gut hier. Sind natürlich jetzt alle auf komplett frischen Inters. Und jetzt haben wir einen Safety Car. Was ist passiert? Nose ist raus im Aston Martin, okay. Der ist jetzt eh nicht so spektakulär für unser Rennen.
Es wäre halt schön, wenn Leclerc oder Verstappen ausscheiden. Ja, man sieht es aber auch jetzt wieder. Wir haben einfach nicht die Pace, um ganz vorne mit Leclerc mitzuhalten. Wir haben zwar jetzt mit durch das ERS, weil ich jetzt da ein bisschen eingesetzt habe, ist zwar Yuki jetzt ordentlich reingekommen an Russell, aber ob er da jetzt vorbeikommt, ist ja gleich die nächste Frage. Mal schauen, mit dem ERS wieder auf einsetzen. Nee, er schafft es einfach nicht. Klar, im Regen ist es auch schwer, generell zu überholen, aber wenn er viel schneller wäre, wird er es schaffen. Jetzt hat er es aber geschafft, oder? Let's go. Wir haben eine gelbe Flagge, das war aber nichts mit unserem Fahrer. Oskar ist ja schon raus, das war irgendwas mit Sargent. Yuki jetzt vor auf 2, mal schauen, was noch geht in Richtung Leclerc. Boah, das ist gut, das ist gut. Yuki ist jetzt fast bis auf eine Sekunde dran, war jetzt zwischenzeitlich schon mal unter einer Sekunde, aber jetzt in diesem Moment macht Leclerc wieder Zeit gut und er hat auch noch bessere Reifen. Ah, das könnte hier wieder zum Verhängnis werden, der Reifenverschleiß. Das fällt mir schon die ganze Saison auf, dass wir da einfach nicht ganz mithalten können mit Red Bull und mit Ferrari. Aber die Pace, die er jetzt dazwischenzeitlich hatte, war schon gut. Aber jetzt Leclerc ist ja jetzt in einer komplett eigenen Liga. Oder, nee, Yuki ist einfach so langsam. Was macht denn Yuki jetzt hier gerade? Da geht ja gar nichts. Selbst Russell fliegt da gerade ran, war da eine Sekunde schneller. Jetzt nur noch ein Zehntel, okay. Aber da muss er sich schleunigst wieder stabilisieren, dass nicht dieser zweite Platz ja auch noch in Gefahr ist. Aber ich muss sagen, ich habe hier nichts gegen den zweiten Platz. Leclerc im Moment noch kein Gegner in der WM. Wenn der jetzt hier gewinnt, kommt er natürlich ein bisschen ran, aber halt auch nur 7 Punkte, sag ich mal. Und Verstappen, der ja der große Gegner bisher ist, ist nur Vierter, verliert, stand jetzt wieder 6 Punkte auf Yuki. Also, da ist alles gut. Die Konstrukteurs-WM, das tut halt weh, ne? Weil Red Bull, die holen hier 37 Punkte, wir nur 18. Da verlieren wir so viel jetzt. Das, was wir uns eigentlich in den letzten Rennen alles geholt haben, was wir uns da aufgebaut haben, ist jetzt einfach weg dadurch. Sehr, sehr bitter, aber gut, was soll man machen? Oskar muss einfach konstanter werden, darf solche Fehler einfach nicht mehr machen. 2 Runden sind noch vor uns, hier wird nichts mehr gehen, da ganz vorne, da werden keine Positionswechsel mehr passieren. Leclerc wirklich mit einem richtig starken Wochenende, ne? Also so ein dominantes Wochenende gab es noch gar nicht in dieser Saison. Charles Leclerc gewinnt in Miami. Pole im Qualifying, schnellster in allen 3 Qualifying Sessions. Der hat, glaube ich, auch jede Runde angeführt, also das war wirklich stark. Nee, ich glaube, Yuki hat am Anfang, hat er ja ein paar Runden mal geführt, aber trotzdem muss man ehrlich sagen, Leclerc hochverdienter Sieg, das war richtig krass. Wir schauen uns das hier gleich mal an. Wie gesagt, Yuki macht 6 Punkte auf Verstappen gut, hat da jetzt 21 Vorsprung und hier sehen wir es, Leclerc ist im Moment noch 61 dahinter, also das ist schon noch eine gute Lücke. Oskar nur 9, ne? 21 Punkte. Sein Teammate führt die WM mit 119 an, also das ist halt einfach, wie gesagt, zu schlecht. Und dann war es auch schon wieder hier mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst gerne ein Like und ein Abo da, aktiviert die Glocke, um keine zukünftigen Videos mehr zu verpassen. Beim nächsten Mal geht es dann nach Imola zum großen Preis der Emilia-Romagna. Ich hoffe, wir sehen uns da wieder und dann würde ich sagen, bis dahin, macht's gut.